Für das Paradies, für Jannat, gibt es 8 Tore. Das Tor des Gebetes, das Tor des Fastens, das Tor des Dschihads, das Tor des Sadakas, das Tor des Davids zum Beispiel. 8 Tore. Es gibt eine Bedingung, überhaupt in ein Tor reinzukommen, das ist Tawhid. Also ohne Tawhid kommst du nicht in ein Tor rein. Für alle Sachen brauchen wir Tawhid. Aber jede Tor hat ihre Eigenschaft. Dschihad, Gebet, David, Sadaka, Infarkt, spielt gar keine Rolle. Diese 8 Dinge. Und jeder, der damit raussticht, wird inshallah in ein Tor reingehen. Jetzt gibt es Jugendliche. Das gibt es in jeder Tawhid-Jamaat. Ein Jugendlicher kommt, zum Beispiel bei uns in die Moschee oder woanders, und er sagt, er kommt zum Islam. Er merkt, oh, Tawhid ist wichtig, Sunna ist wichtig, Kalifat ist wichtig, das ist das wirkliche Problem der islamischen Gesellschaft heute. Also wir sagen, wir sind 1,8 Milliarden Muslime, aber warum schaffen wir das nicht? Warum sagen wir die ganze Zeit, aber es passiert nicht, warum ist das nur Slogan? Dann kommt dieser Bruder hier hin, das ist so ein Beispiel, das passiert woanders auch. Dann sagt dieser Bruder, richtig, wir müssen den Tawhid kennenlernen, wir müssen den Tawhid verleugnen, wir müssen den Schirk verleugnen, wir müssen die Sunna lernen, etc. Der kommt hier hin. Dann sagen wir zu dem Bruder, Beispiel, ach hey, guck mal, du bist jetzt hier drin, im Auftrag ist Islam, das ist alles schön und gut. Jetzt müssen wir aktiv hier werden. Du musst ein bisschen was lernen, du musst das machen, du musst dich bei den Gebeten beteiligen, etc. Das macht er dann auch. Es vergeht 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Dann plötzlich, das ist nur ein Beispiel, guckt sich dieser Junge im Internet ein Video an. Er sieht zum Beispiel im Video, wie im Internet, muslimische Frauen im Irak von amerikanischen Soldaten vergewaltigt werden. Er guckt zum Beispiel irgendetwas in Syrien oder was weiß ich, wo Muslime getötet werden, verbrannt werden, wo sie zum Beispiel in Palästina seit Jahrzehnten unter Sanktionen leben, wo israelische Flugzeuge so aus Lust und Laune einfach mal so Gebäude bombardieren. Dann sagt der Bruder, der herkommt, was ihr hier macht, das ist sinnlos. Ihr sitzt hier, labert nur. Beten und ein bisschen Koran, das ist sinnlos, was ihr macht. Ich gehe, weil so können wir die Umma nicht retten, ich nehme die Waffe in meine Hand, ich werde für die islamische Umma kämpfen, ich werde realen Widerstand leisten, damit die Frauen nicht vergewaltigt werden, damit ja, das Zulum weggeht. Dann setzt er sich ab und geht weg. Er geht dorthin, er schaut sich das an, er sieht plötzlich in seiner Erfahrung, aber das, was er hier gemacht hat, ist alles weg. Das heißt, die Erfahrung, die er gesammelt hat, das heißt, das Jamaat-Leben, alles ist weg. Er geht in einen ganz neuen Ort, er fängt einfach von null an. Das, was er sich in 3, 4 Jahren aufgebaut hat, fängt er von null an. Er entschließt sich für die Sache des Dschihads. Dschihad ist gleich diesbezüglich, in diesem Sinn, sagen wir, der bewaffnete Kampf. Dort geht er und kämpft er. Kämpft und guckt und sieht, oh, das ist ja alles gar nicht, wie es von außen so ausschaut. Diese Menschen haben ja regelrechte Akida-Probleme. Da gibt es zum Beispiel in Palästina Widerstandsgruppen, die zum Beispiel Erdogan, Beispiel jetzt, als Muslim sehen. Dann gibt es aber zum Beispiel Widerstandsgruppen, die sich untereinander den Takfir aussprechen. Dann gibt es angeblich 2 islamische Gruppen. Die eine nennt sich ISIS, die eine nennt sich Jabhat al-Nusra. Der spricht den Takfir auf sie aus, die spricht den da aus und dann kämpfen sie sich gegenseitig. Dann sagt der eine, du bist Mubtadi, der eine sagt Rafizi, der eine sagt Dings. Ohoho. Nach 2, 3 Jahren merkt dieser Bruder, oh, das geht ja hier gar nicht alles. Die haben ja ein Akida-Problem. Ich löse jetzt hier alles auf. Ich habe gemerkt, wir können ja nicht mal die Waffe in die Hand nehmen, bevor wir das Thema Akida nicht gelöst haben. Nimmt dieser Bruder den Rucksack und kommt wieder zurück. Und möchte mit seiner Sache anfangen, wo er aufgehört hat. Was passiert? Erstens, er kommt zurück. Er hat sein Vertrauen in der Gemeinschaft, die er verlassen hat, verloren. Zweitens, keiner hat zu ihm gesagt, geh. Im Gegenteil, die Leute haben zum Beispiel gesagt, geh nicht. Er bringt aber Gefahr mit. Das heißt, er war drüben gewesen und bringt dann noch Gefahr mit, weil er drüben gewesen war. Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Ja? Und dann, was noch trauriger ist, dieser Mensch, der erkannt hat, dass Akida eigentlich wichtiger ist, aber sich dann für den Widerstand im bewaffneten Dienst gemacht hat, merkt eigentlich, oh mein Gott, ich bin ja schon 35, 40 geworden, wo fange ich jetzt an?
Das Auswendiglernen ist auch weg gewesen. Soll ich jetzt heiraten? Soll ich jetzt nicht heiraten? Soll ich jetzt Kinder machen? Soll ich jetzt nicht Kinder machen? Was hat dieser Mann gemacht? Er hat sein Leben zwischen zwei erlaubten Sachen verschwendet. Was hat er letztendlich geschafft? Nichts hat er geschafft. Er hat vielleicht vieles erlebt. Er hat aber auch vieles zerstört. Den Ort, wo wir hier gewesen waren, in dem man diese Sachen mit und rüber schleppt. Oder Ilari. Dieses Beispiel kann ich auch vermehren. Einige können zum Beispiel sagen, ja, Ichwan, ihr macht die ganze Zeit hier Unterricht. Habt ihr überhaupt Ilim drauf? Ich verlasse euch. Ich gehe jetzt lieber in die Madrasse. Dann schließt er sich in die Madrasse ein, studiert dort 10 Jahre den Islam, kommt raus und hat gar nichts gelernt. Weil die Leute, die heute dieses Madrasse-Wissen drauf haben, Ausnahme besteht natürlich im Regelfall, gar keine Frage, die sehe ich überhaupt gar nicht im aktiven Islam. Die sehe ich gar nicht auf den Straßen. Die sitzen zu Hause und trinken den Schorba lieber mit einem Schluck und mit der Dings weg, mit dem Teller gleichzeitig weg. Das habe ich bei Madrasse-Leuten bis jetzt gesehen. Also was ich halt damit sagen möchte ist, das Problem ist, dass die Jugendlichen, die in den Islam, die Muwahhidun sind, Muslime sind ja, ne? Dass man auch die Jugend, ich möchte dieses Wort nicht versauen benutzen, aber ich sage mal, zugrunde gehen kann, indem man zwischen den erlaubten Sachen rotiert. Würdest du dich für eine Sache entscheiden und würdest du sagen, das ziehe ich jetzt durch, dann ist es okay. Guck mal, ich bin jetzt 38, ich gebe immer so ein eigenes Beispiel. Jetzt sage ich zu mir, persönlich gesehen, du wirst dich das auch bald fragen, jetzt werde ich auch immer älter, was ist denn jetzt los? Arabisch kann ich gerade mal so reden, dass ich gerade mal in Arabien durch die Straße kommen kann, also und nicht verstehen tue ich ja nicht, ich verstehe schon ein bisschen was, aber nicht, dass ich jetzt sagen kann, ich kann jetzt hier Arabisch reden, um Gottes Willen. Hafiz, ich kann den Koran nicht auswendig, das sind immer meine zwei Wünsche gewesen. Jetzt läuft die Zeit natürlich gegen mich und gegen dich. Was soll ich jetzt schaffen? Ich muss irgendwas machen. Jetzt sage ich aber, es gibt eine Tor in Form Paradies, Inshallah natürlich, gar keine Frage. Das heißt für David, ich kann was machen, ich kann Dawa machen. Ich fixiere mich auf die Dawa. Ich versuche einfach Vorträge zu machen, die Probleme der Muslime oder der Nicht-Muslime für heute anspricht. Ich versuche zum Beispiel Lösungen zu machen. Ja, versuche ich, Inshallah. Kann ich mehr? Ich kann nicht mehr, aber das kann ich. Also sage ich zu mir, gut, das mache ich jetzt. Ich versuche den Islam auf eine Otto-Normalverbraucher-Basis zu erklären. Das heißt, jeder, der mir zuhört, der muss kein Alim sein, der muss kein Dings sein. Jeder versteht mich, weil ich auf, in Anführungsstrichen, Straßensprache rede. Jeder, der mir zuhört, wird den Koran verstehen können. Er wird sagen, okay, in der Sura Kef, aber der hat das damit gemeint. Mehr kann ich nicht. Und meine Botschaft an euch zum Thema Jugendlichen ist, bitte, wenn ihr euch etwas entscheidet, seid zielstrebig. Guck mal, Abu Bakr, radiyallahu an, ist einer, der durch 8 Tore gehen wird, inshallah. Wisst ihr, auf was er für eine Sache er sich basiert hat? Er war Sadiq gewesen. Er hat gesagt, ich werde mein Leben lang an der Seite des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, bleiben. Blieb er. Geh mal in die Bücher rein, geh mal in die Siyar-Bücher rein. Abu Bakr war überall dabei, er war in Madrasa, Ashab al-Suffa, er war in Badr, Uhud, gar keine Frage. Aber er war niemals so, man sieht nicht, Abu Bakr hat das in Uhud gemacht, er ist dahin gesprungen mit dem Pferd, oder er hat in Ashab al-Suffa das gemacht, oder wir haben so viele Hadithe von dem, oder er hat so viele... Nein, wir wissen aber eins, dieser Mann, der der Stellvertreter, also wissen nicht falsch verstehen, der Kalif des Propheten ist, also Khalifa te Rasulillah, der heute neben ihm begraben ist, der es würdig ist, als einzigster, der neben ihm begraben ist, zu sein. Der, wenn alle Menschen auferstehen, dass neben dem Propheten Abu Bakr auferstehen wird. Und natürlich neben ihm auch Umar, radiallahu anhu. Wie hat er das geschafft? Nassel Omar Kamerullah, wie hat er es zu diesem Ort geschafft? Er war einfach neben dem Propheten und er war einfach Sadiq gewesen. Und das ist das Problem, was ich heute, nach 25 Jahren, plus minus Dawa-Arbeit erlebt habe, uns fehlen einfach ehrliche Menschen. Sadiq insan lazım. Da muss keiner jetzt sagen, ich habe bis das studiert und jenes gemacht und hier und da. Gerek yok, das brauchst du nicht. Sadiq, sei einfach ehrlich. Und wenn du ehrlich bist, inshallah, dann wirst du wie Abu Bakr, inshallah. Aber wenn du anfängst und sagst, ich möchte hier das machen, ich möchte das machen und jenes machen, dann hast du im Endeffekt alles und nichts gemacht und du hast in deinem Leben keine Spuren hinterlassen. Und das ist immer meine Intention, beziehungsweise mein Ansporn an die Leute, die uns im Unterricht zuhören. Wenn ihr etwas macht,
hinterlasst Spuren, dass man morgen von euch mit schönen Sachen redet. Guck mal, die haben das gemacht. Dass deine Kinder morgen sagen, guck mal, der hat das uns verlassen. Nicht, der hat uns ein Haus hinterlassen oder einen Laden hinterlassen oder ein Feld erlassen oder einen Arazi hinterlassen. Der Prophet hat nicht mal sowas hinterlassen. Er hat uns aber Ilm hinterlassen.